Damit willkommen, oh wait, falsche Taste. Willkommen zurück zu Tales of Berseria. Das habe ich eben gerade vergessen. Ich bin Orisorin-Brüder. Drei Puppen, die um den Kristall. Okay. Ich will keine Schmiede. Oh, Schneider. Hier ist das irgendwie. Lag das gerade am Game? Weil ich habe eben gerade Hades aufgenommen. Jedes Mal, wenn ich nach links gesteppt bin, hat sie automatisch, also hat der Hades-Charakter definitiv, also Hades Junior, immer eine Drehung gemacht. Aber das macht er hier gerade jetzt irgendwie nicht. Oder sie jetzt hier in dem Fall verwirrt. Okay. Dann eben nicht. Was war hier drin nochmal? Trank des Lebens. Ja, danke dafür. Let's see. Da vorne ist eine verschlossene Tür. Okay. Alter, schreibt. Das, okay, das schreibt mich nur gerade so an, nicht euch. Okay. Das ist okay. Ich mach's auf dem Headset einfach ein bisschen leiser. Und schon Problem gelöst. So, wir haben da und da jeweils einen. Eins. Zwei. Danke. Wenn die Tür danach aufgeht, gehe ich erst trotz dessen erstmal runter. Ja, es reicht für die Tür. Da sitzt wahrscheinlich, vermute ich mal, die Mutter von dem Mädchen, das leider in Anführungsstrichen getötet wurde, weil es. Ja, nee, es ist ja kein Anführungsstrich, es ist ja getötet worden, das Mädchen. Ich glaube, das ist ein Shortcut. Weil wenn ich dahinter sehe, dass ich da die Truhen schon geöffnet habe, oder beziehungsweise weiß, dass dahinter Truhen sind, beide schon offen. Okay, hier ist der Ausgang nachher. Wir haben ja in der letzten, oder in den letzten Folgen haben wir mitbekommen, dass die, dass eine von den Dorfbewohnerinnen von der, Dämonenpest befallen wurde und das sich verwandelt hätte, hat. Ich sag mal hätte, weil ich nicht weiß, ob sie es wirklich getan hat. Und von Exorzisten getötet wurde und die Mutter dafür den Mann umgebracht hat, der sie verraten hat. Ja, das war klar. Sie ist ein Therion, aber sie ist noch nicht. Doch, sie ist schon verwandelt. Doch. Es gibt keinen Entkommen für euch, warum kämpft sie jetzt gegen uns? Okay, sie ist, korruptiert? Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele fucking Schlangen kommen da bitte. Ich stecke einfach die ganze Zeit. Ja, danke schön. Aphrodite, Schärfe ist egal. Kann das den ganzen Tag machen. そう。あなたが噂の。なぜです、メリサ。あなたは聖霊に無理やりクーマにされたのではないのですか。違うわ。私は自らの意志でクーマになったのよ。オッケー。でもあなたの娘さんはクーマになって対魔師に。それで聖霊を恨んでいるんじゃ。
ええ、恨んでいるわ。人間の汚れがゴーマを生んでしまうこの世界を。あなた、汚れのことを。大魔師様が教えてくれたわ。ディアナがゴーマになったのは、あの子が汚れを発したせいだって。だったら、私は汚れを食らうクーマになる。二度とディアナのような悲劇が起きないように。 Es sieht, die Gegner werden größer und sie ist eine Medusa geworden. Vielen herzlichen Dank dafür. Sorry. Ich hab ein bisschen gegen das Mikrofon gehauen. リーザルペイン。地獄ライター。つむじ月下。ライスパーン。そこだ。クライスクス。クーマン的衝撃。そこよ。とどめ。ブレイクブースト。そこだ。クライスクス。そこよ。とどめ。ブレイクブースト。せい。影の竜。ピアコクマザレ。セイドブライト。ふっ。つっちまった。 Ach, die Schlangendame, sehr gut. Das Problem, das ich jetzt in dieser Situation gerade habe, ist, dass ich... Ja, das ist sehr gut. Oh, gleich noch eins. Sehr gut. Oh, alter Schwede, wir ballern ja gerade komplett auf sie drauf. Ja, aber das ist okay. Nice. Wir sind tatsächlich überlevelt. Herrscher des Unheils. Ah. マオの名よ。欲望のままに世を乱し、混乱と最悪をまき散らして帰り見ない汚れの塊。うん、手足でどんくらいのスライダーを取るよ。人の業を体現した。お前のような悪のことだ。ゴーマ、クーマ、サイカの剣士。好きに呼んでくれるわね。 Tales of Berseria ist so ein bisschen verknüpft mit Tales of Systeria. お母さんが死んじゃった。それってすごく悲しいことなんだ。うん、すごく悲しいことなんだ。娘を助けようとしたモアナの母親は、お腹を空かせたあの子に自分を差し出して。モアナはずっと泣いてるんだ。お母さんに会いたいって。 だから、お母さんが死んだら、ディアナだってきっと悲しむよ。ディアナ、お母さんは私がいらないんだね。新しいお父さんの方が好きなんだ。違う、私はあなたのために。でもあなたは自分が邪魔者だと悩んで汚れ ゴーマになってしまった。私のせいで。
ごめんなさい。メディさん。大丈夫。気絶しただけだ。さあ、次、さあ、次。どうやら声量はメディさんの後悔を利用したようじゃな。クーマとして自分たちに従うように。あ、だいだ、ハムズ、ですけど。残酷すぎます。 Endlich rafft sie's. Lini war Kanatheore. So des ne. Kotoalini Hanstil noa watashin hodes. Kokokara Medisa und Sredaseba. Herabisa war Donald Kavakarana. Nanoni watashiba. Jibun no Kodawari no Tameni. Sorry, Osio Stil. Sorry. Medisa Honi no Ketzin und Uchikudite. Tut mir leid. 断りで言うなら、汚れる人間個人が悪いのよ。あんたが責任を感じることじゃないわ。だとしても、私は目をそらしたくありません。自分が選んだ道の先にある現実から。それが断りに反する私のせめてもの義務です。本当に面倒ね、あんた。 ごちゃごちゃ考えないで、悪事は全部サイカの剣士のせいにでもしとけばいいのよ。Der Herrscher des Unheils. 別に気を使ったわけじゃない。私は気にしないってことよ。道の先に何があろうとね。Oh, okay. Sag mal, das waren zwei Level-Ups zwischendurch oder so, oder? Schockwehr, Kalazit am Reif, hochwertiger Ignizid, schaltet Fingern Stufe 3 frei. Nice. Mystische Mistra, ups. Was ist denn das für ein Titel? Kann der irgendwas Gutes? Menüexperte? Nee, ein bisschen höher wahrscheinlich. Da. Auf 6 hoch. Arztpersonen auf ihrer Stufe, maximal SA. 2, 7, 7 reicht aber nicht für. Erhöht die standhaft. Oh Gott, nee. Ist okay, aber nee. So, warte mal, ich hatte eine Aphroditenschärpe. Boah, nee. Was hatte ich denn noch? Ein Reif für da. Nein. Das ist schon krass. Den lassen wir zurück und dann gehen wir hier raus. Ja, aber es ist halt schon hart. Also ich meine, wenn... schwierig. Die Frage ist halt nur, sind wir wirklich der Herrscher des Unheils oder ist das... Ich glaube tatsächlich, das wird eher Thorius sein. Danke dafür. Weil ich glaube eher, dass Artorius tatsächlich derjenige ist, der diese Welt ins Unheil stürzen wird. Just my guessing. Ich denke, also er würde. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist halt eher so die. Das ist nicht gut. Definitiv nicht gut. Doch, okay. Falsche oder richtige Richtung? Falsche Richtung. Da komme ich immer noch nicht durch. Könnte nicht mal. Weil ich glaube, dass Arturius. Oder beziehungsweise diese Gottheit, in Anführungsstrichen, die er heraufbeschwören möchte, eher die Bosheit. Also die Bosheit an sich ja heraufbeschwören wird. Eher als. Ach ja, stimmt, warte mal, ich kann die Katzentruhe noch aufmachen. Als die Bosheit der Menschen normalerweise an sich. Das gab es ja vorher so schlimm nicht. Also es gab die Dämonenpest an sich ein bisschen, aber nicht so hart. Gut, wollte ich gleich was von mir nehmen. Also zumindest laut Story Arc bis jetzt.
Leerenorminhut. Was ist denn ein Leerenorminhut? Anzug? Für Eisen. Oh, das sind Eisensachen. Wait, gib mir mal eine Sekunde. Für Eisen. Da. Ach du Scheiße. Das geht, glaube ich. Ach, das Geowort, nee. Leerenormin. Oh my fucking Lord. Okay. Ja, danke dafür.